Dieses Video ist eine verknappte und stark paraphrasierte Wiedergabe des Inhalts eines Blog-Eintrages Pictimundis. Der entsprechende Beitrag wird in der Videobeschreibung verlinkt sein. Der eigentliche Ursprung des Rotkäppchen-Märchens kann nicht genau verortet werden. Die erste schriftliche Fassung allerdings stammt aus dem Jahre 1695 von Charles Perrault. Ludwig Tieck führte in seiner Fassung des Märchens erstmals die Figur des Jägers ein. Dieser fand sich hierauf auch im Märchen der Brüder Grimm aus dem Jahre 1812 wieder. Neben diesen bekannten schriftlichen Fassungen gibt es auch die mündlichen Überlieferungen. Diese oral tradierten Varianten zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei weitem sexualisierter und zusätzlich noch mit kannibalistischen Elementen versehen sind. Es sind vor allem die unterschiedlichen Enden, die die jeweiligen Varianten bestimmen. Bei Perrault frisst der Wolf das Mädchen und die eigentliche Erzählung dient als Warnung junger Damen vor der Männerwelt. Die Grimmsche Variante ihrerseits verweist ausdrücklich darauf, dass man nicht gegen Verbote handeln soll. Und in den volkstümlich überlieferten Fassungen gibt es zweierlei Varianten. Einmal ein aktives Rotkäppchen, das selbst flieht, und einmal ein passives, das gefressen wird. Interpretationen, die sich mit dem Rotkäppchenstoff in Chinro befassen, verweisen zum einen darauf hin, dass es wechselnde Zuschreibungen der Figuren gibt, Rotkäppchen, Jäger, Wolf. Die Assoziation des Publikums wird über intertextuelle Verweise auf den eigentlichen Märchenstoff auf der auditiven Ebene dieses Filmes gelenkt. Neben dieser Auslegung des Animes gibt es auch eine andere Deutung des Films, die unter anderem vom Filmwissenschaftler Sascha Köbner mitvertreten wird. Diese Interpretation sieht darin, dass der Wolf sich die Haut des Menschen überstreift und zu einem Mensch werden will, den eigentlichen Themenkomplex des Animes. Sascha Köbner meint so auch, dass Chinro den misslungenen Versuch des Wolfes zeige, seine tierische Natur abzulegen. Aber wenn dieser Themenkomplex das eigentlich zentrale Chinros ist, warum bedient sich dieser Film dann nicht bei der renommierteren Fassung Perros, sondern benutzt eine volkstümliche Variante? Es geht um den kannibalistischen Zug dieser Rotkäppchen-Fassung. Denn dadurch, dass das Rotkäppchen das Blut ihrer Mutter trinkt, das Fleisch ihrer Mutter isst, wird hier ein Bedeutungszusammenhang der antiken Mythologie mit eingeführt. Und durch diesen Rekurs wird erstmal das saturnische Fressen als solches entlarvt. Saturn bzw. Kronos, der seine Kinder frisst, um dadurch seine Potenz zu steigern. Die Vorstellung, dass man sich etwas einverleiben muss, um seine Macht zu erlangen, tritt hier offen zutage. Und es ist genau diese Vorstellung, die diesen Film prägt. In Shinro geht es darum, dass der Mensch sich selbst frisst. Homo hominini lupus. Und so ist innerhalb der Handlung dieses Animes der Mensch des Menschenwolf geworden, ohne dass er sich dagegen hätte erwehren können. Und über diesen Themenkomplex lassen sich auch die gesamten Machtstrukturen und Verhältnisse des Ringen um Einfluss innerhalb dieses Animes fassen. Somit existiert neben der Deutung, dass es hier um den Wolf geht, der nicht lange Mensch sein kann, eben auch jene, die besagt, dass der Mensch nicht immer Mensch bleiben kann.